Heute entwickeln wir einen Doppel-Super-8-Film in vollen 30 Meter Länge. Und zwar, der Einfachheit halber, in dem 15 Meter Lomo-Tank. Beim Einspulen geht man genauso vor wie beim Einspulen aus der Super-8-Kassette. Allerdings ist der Film ja auf dieser Tageslichtspule und die sollte man beim Einspulen einfach auf einer geeigneten Achse, ich habe hier eine Rundachse, ist ein Glasstab, lagern und ganz locker laufen lassen, weil die Übersetzung vom großen Lomo-Tank, von der großen 15-Meter-Spule auf den doch sehr kleinen Spulendurchmesser hier sehr groß ist und sich diese Spule ganz schön schnell dreht, gerade wenn man mit dem Plattenspieler einspult. Beim Einspulen ist übrigens zu beachten, dass der Film ja 16 mm breit ist und nicht 8 mm breit. Deshalb nimmt man für den oberen Spiralteil dieses Adapterstück und schraubt es einfach auf. Damit wird der Abstand so eingestellt, dass die Spule genau 16 mm breiten Tank fasst. Für die zweite Etage, für das Deckelstück, muss man nicht, wie man denkt, hier etwas draufschreiben, sondern dreht das Ganze einfach so um, dass das Gewinde auf der Unterseite ist. Und auch dann nimmt dieses Sandwich auf der Oberhälfte 16 mm breiten Film auf. Hier haben wir die 30 Meter Film in zwei 15 Meter Abschnitten schon in den Lomo-Tank eingespult. Der Lomo-Tank befindet sich in einem Wasserbad. Das ist eine große Fotoschale, ich glaube 30x40, die auf einem Kaiser-Schalenwärmer steht, den man relativ gut temperieren kann. Ich habe hier ein Außenthermometer, das zeigt, dass wir jetzt bei 37 Grad sind, 38,5 Grad wollen wir erreichen, damit der Lomo-Tank gut vortemperiert ist. Im Moment ist hier außer dem Film noch nichts drin. 5 Minuten im Wasserbad helfen, das Bakelit auf die richtige Temperatur zu bringen, so dass die Chemie beim Einfüllen nicht zu sehr abkühlt. Das ist ein Baumarktthermometer für 5 Euro, hat einen externen Temperatursensor, der eigentlich für Außenmessungen gedacht ist. Die Alternative zu dem Schalenwärmer von Kaiser ist, eine Buffet-Heizplatte zu kaufen, die auch ganz wunderbar heizen können und die mit einem regelbaren Thermostaten anzusteuern. Ein solcher regelbarer Thermostat ist zum Beispiel der UT200 von EDV, den man auch bei Conrad bekommt, manchmal auch bei Paulin für 20 bis 30 Euro. Ganz einfaches Gerät. Man kann sehr genau auf 0,1 Grad die Temperatur einstellen, die man haben will. Man hat dann einen externen Temperaturfühler. Der sieht hier ein bisschen wild aus, weil ich den in Schrumpfschlauch gegossen habe, damit er säure- und chemiefest ist. Hier vorne ist der Ganze zu sehen. Den kann ich so in meinen großen 30-Liter-Tank stellen und dann kommt keine Chemie dran. Trotzdem misst er sehr akkurat und temperiert das Wasserbad genau auf die 38,5 Grad, die wir für die Entwicklung benötigen. Ist günstiger als der Schalenwärmer. Die angesetzte Prozesschemie wärme ich in einem einfachen Laborwasserbad vor. Das ist ein Modell von der Firma GFL, gab es mal sehr günstig bei eBay, was sich auch auf 0,1 Grad genau einstellen lässt und super exakt die Chemie vorwärmt. In diesem Fall habe ich den Erstentwickler, das ist der liegende Kanister, in das Wasserbad gelegt, damit er vollständig eingetaucht ist, denn beim Erstentwickler ist die Temperatur am kritischsten. Der Farbentwickler und das Bleichfixierbad daneben stehen nur zu 2 Dritteln im Wasser. Damit hat das Ganze dann vielleicht nicht exakt 38,4 Grad, sondern 38,2 Grad. Spielt aber keine Rolle. Wirklich wichtig ist nur die Temperatur des Erstentwicklers. Und auch da wird nur mit Wasser gekocht. Wenn man mal 37,5 Grad oder 39,5 Grad hat, heißt das noch lange nicht, dass man mit Farbverschiebungen leben muss. Die Bilder werden dann gegebenenfalls minimal dichter oder weniger dicht. Das ist aber alles immer noch weniger als das, was die Toleranzen alter Belichtungsmesser liefern. Kommt alles nicht so sehr drauf an, wie immer gesagt wird. Was man jetzt noch braucht, um die Prozesszeiten, die in der Detailanleitung angegeben sind, gut einhalten zu können, ist eine einfache Eieruhr. Ich habe hier ein uraltes Modell, damals für 5 Mark erstanden, was man sekundengenau und minutengenau einstellen kann. In unserem Fall, weil die Chemie schon nicht mehr die absolut frischeste ist, sollte die erste Entwicklungszeit bei 6 Minuten 30 liegen. Der Timer wird entsprechend programmiert. So, und kann dann mit Start gestartet werden und gibt, wenn die Zeit abgelaufen ist, einfach ein Piepsen von sich. Jede, am besten digitale Eieruhr, tut es hier genauso gut. Für zwei 16 mm breite Filme benötigt man im Lomo-Tank mindestens 1,8 Liter Chemie. Man kann zwar auch mit 1,5 Litern arbeiten, dann sollte man aber wirklich gut aufpassen bei der Agitation und es kann passieren, dass dann Randbereiche,
im oberen Film nicht ganz mitentwickelt werden. Besser ist es, auf der sicheren Seite zu sein, 1,8 Liter zu nehmen. Dann hat man auch kein Problem mit Luftbläschen, die sich am Film festhalten. Deshalb habe ich mir bei eBay eine 3-Liter-Mensur besorgt. Sowas gibt es im Gastrofachhandel. Ist hier, glaube ich, Ölkanne genannt. Ist aber wunderbarer, schlagfester Kunststoff mit einer guten Skala. Dann nehme ich meinen Kanister. Ich setze in der Regel 3 Liter am Stück an und fülle von diesen 3 Litern einfach 1,8 Liter in meine Mensur. Kann man auch so machen, dass es weniger schäumt, Herr Faxmo. So, ich nehme mal. So, das sind jetzt 1,9 Liter. Kommt nicht so genau drauf an und habe damit meinen Farbentwickler abgemessen. Jetzt geht es darum, die Chemie in den Tank zu gießen. Das ist ganz einfach. Tut man direkt hier oben durch den Einfüllstutzen. Das Ganze sollte man möglichst schnell machen, um gleichmäßige Ergebnisse hinzukriegen. Klappt auch gut. Und wenn die Chemie eingegossen ist, startet man, da hat man das Piepsen gehört, auch den Timer. So, rein mit den 2 Litern. Jetzt kann man am besten gleich hier oben einmal die Spulenachse ein bisschen abwischen, damit man den Entwickler nicht an den Händen hat und beginnt, den Film zu entwickeln. Das tut man, oder ich tue es am besten so, dass ich hin und her wackle. Dadurch lösen sich Duftblasen. Ein bisschen drehe, hin und her wackle, ein bisschen drehe. Man braucht gar nicht viel zu drehen, denn durch den recht großen Radius bewegt man das Ganze in der Chemie sehr gut. Man kann auch am Anfang einmal ein bisschen so rütteln, damit die Luftblasen hochkommen. Was ich nicht empfiehlt, ist, den Spulen hochzuziehen und wieder runter zu drücken. Damit schäumt man den Entwickler auf, gibt schlechte Ergebnisse und verbraucht die Chemie schneller. Die reine Rotation stellt nicht unbedingt sicher, dass immer frische Chemie am Film dran ist, weil dann die ganze Chemie irgendwann in Bewegung kommt. Deshalb immer mal wieder anhalten, hin und her drehen, hin und her drehen, hin und her. Das ist so der Rhythmus, den ich mir angewöhnt habe. Man kann aber auch lesen. Irgendwann hat man es in den Händen. Kommt alles nicht so genau drauf an. Hauptsache ist, dass immer frische Chemie am Film ist. Auch noch wichtig ist, dass man nur im Uhrzeigersinn drehen sollte. Denn wenn man gegen den Uhrzeigersinn dreht, dann spült die Chemie so rum in den Filmwickel, dass der Film sich auf der Spirale abwickeln könnte. Und das führt zu schlechten Ergebnissen am Anfang und am Ende des Filmes. Deshalb einfach bewegen, drehen, bewegen. Unser Wassermantelbad hat jetzt 38,5 Grad. Die Chemie aus dem Wasserbad hat auch 38,5 Grad. Insofern sollte das Ganze wunderbar hier drin temperiert sein. So, kurz bevor wir uns dem Ende unserer Erstentwicklungszeit, bei 6 in diesem Fall 6 Minuten 30 oder 6 Minuten 15, je nachdem wie frisch die Chemie ist, nähern, bringen wir die ganze Chemie zur Ruhe, haben hier unseren Kanister bereit. In die Chemie zurückkommt, denn die ist mehrfach verwertbar. Nehmen die ganze Schose möglichst gerade hoch, klemmen den Schlauch mit 2 Fingern ab, füllen ihn in den Kanister und lassen die Chemie einfach zurücklaufen. Für die Eieruhr habe ich jetzt gerade keine Hand frei. Geht so schön schnell. So, und da sind unsere 1,8, 1,9 Liter jetzt nahezu vollständig zurückgelaufen. Ich warte immer so, bis nur noch ein paar Tröpfchen kommen. Bisschen schütteln. Zack. Und wässere. Die Wässerung unterbricht den Entwicklungsprozess. So kann man sehr präzise Zeiten einhalten. Wer gründlich wässert, der spart übrigens Chemie, denn die Chemie hält dann umso länger. Das heißt, man sollte den Tank, wenn er voll ist, entleeren. Man sieht hier auch, dass das Wasser rauskommt, immer noch rosa ist. Das heißt, es ist immer noch Entwicklerchemie mit drin. Das ist jetzt meine zweite Spülung. Und das Wasser so oft wechseln, bis wirklich nur noch klares, nicht schäumendes Wasser unten rauskommt. Das ist bei 16 mm Film oder doppelt Super 8 Film in diesem Fall natürlich deutlich länger, was man wässern muss, als beim einfachen Super 8 Film. 2,5, 3 Minuten und man ist auf der sicheren Seite. Die Nachfolgechemie dankt es und hält dann umso länger. So, jetzt ist unser Wässerungswasser entfernt und wir füllen die Farbchemie ein. Der Farbentwickler ist sehr alkalisch, unangenehm an der Haut, Gummihandschuh tragen. Dienlich ist es, den Deckel des Lomos ein bisschen anzuheben, auch wenn das eigentlich gar nicht geht, denn das Spülwasser, was noch dazwischen hängt, verhindert, dass Luft entweichen kann und dann lässt sich manchmal der Farbentwickler schlechter einfüllen als der Erstentwickler.
Wenn man den Deckel aber so ein bisschen anhebt, hier habe ich jetzt so eine Luftschleuse, dann geht es plötzlich ganz leicht. Wunderbar, das sind meine 2 Liter. Jetzt mache ich genau das gleiche wie eben. Ich bewege den Film hier drin hin und her. Was sehr schön ist, ist, dass ich beim E6-Prozess schon nach einer Minute im Farbentwickler den Deckel lüften kann und offen auf Sicht weiterarbeiten. Was einem auch dabei hilft zu verhindern, dass man Luftblasen einschließt oder eben, ach, ist einfach spannender. Man kann zugucken, auch wenn man nicht viel sieht. So, jetzt ist es soweit. Unsere Minute ist um. Wir können problemlos den Deckel abheben und im Hellen weiterarbeiten. Hier sieht man, wie lange der Film dreht, wenn man da oben so ein bisschen Schwung gibt. Kann man schön sehen, die Spirale ist komplett unter Wasser bei 1,8 Liter. Drehen ein bisschen, machen hin und her, drehen ein bisschen, machen hin und her. Man sollte nicht den ganzen Trumm rausnehmen und wieder reinstellen, ansonsten zieht man wieder Luftblasen mit und stresst die Chemie, denn das Ganze oxidiert. Ist wunderbar unter Wasser hier. Kleine Rotationsbewegung, Wackelbewegung, Drehbewegung, Wackelbewegung, Drehbewegung. Nachdem wir den Film jetzt ordentlich gewässert haben, den ersten Wickler abgewaschen, ist er hier jetzt trocken in der Dose und wir füllen den Farbentwickler ein. 2 Liter oder 1,9 Liter abgemessen. Beim Einfüllen des Farbentwicklers empfiehlt es sich ein bisschen den Deckel ganz leicht anzuheben. Eigentlich ist da ja gar kein Spiel, aber minimaler Spiel doch, denn ansonsten kann sich Feuchtigkeit dazwischen dafür sorgen, dass das Einfüllen erschwert wird und es so einen kleinen Rückstau gibt. Deshalb sollte man den Lomo-Tank auch nicht abdichten, sondern mit der Undichtigkeit des Deckels leben. Das ist nötig, damit die Luft raus kann. So, der Farbentwickler ist stark alkalisch, möglichst nicht an die Hände kriegen. Idealerweise Gummihandschuhe verwenden. Die habe ich jetzt gerade nicht an, aber nicht so wild. Ich mache hier nochmal meine Spulen dauernd sauber und habe jetzt wieder das gleiche Prinzip. Drehen, wackeln, drehen und so weiter. Ein großer Vorteil des E6-Prozesses ist, dass man schon nach dem ersten Bad, wenn der Film also eine Weile im zweiten Bad ist, im Farbentwickler, problemlos im Hellen weiterarbeiten kann. Dazu nehmen wir einfach den Deckel ab, nachdem der Farbentwickler eine Minute oder so auf den Film eingedrückt hat und können jetzt schön auf Sicht weiterarbeiten. Da kann man auch sehr gut immer wieder üben, wie man das Ganze luftblasenfrei macht. Wie wir sehen, haben wir hier keine Luftblasen dazwischen. Was man nicht machen sollte, ich mache es jetzt einmal exemplarisch, ist den ganzen Turm rausnehmen und wieder reinstellen. Denn jetzt sieht man schon, wie viele Luftblasen man macht und dabei bleibt es nicht. Denn wenn ich jetzt wackle, kommen überall immer noch wieder neue Luftblasen hoch. Gerade wenn man den Tank doppelt beladen hat, also mit 2 Filmen, dann ist es sehr leicht für die Luftblasen, sich zwischen den engen Filmwickeln einzuklemmen und dann unsauberes Ergebnis zu machen. Man kriegt sie aber immer wieder gelöst, indem man schön hin und her wackelt und das Ganze so in Bewegung hält, dass immer wieder frische Chemie an den Film kommt. Unser Timer steht auf 7 Minuten. Das ist die Farbentwicklungszeit für heute. Und diese 7 Minuten drehen wir hier jetzt einfach immer weiter. Übrigens sind schon kleinste Spuren des Farbentwicklers schädlich für den Erstentwickler, weshalb man den Erstentwickler immer schön gleich wieder zuschrauben sollte und auch den Deckel, den wir eben abgenommen haben, sofort gründlich abwaschen. So genauso die Mensur, sodass keine Spuren vom Farbentwickler in den Erstentwickler gelangen. Ansonsten können die Maximaldichten leiden. So, wir ernähren uns hier jetzt unseren 7 Minuten und ich fülle jetzt den Farbentwickler, wie eben schon den Erstentwickler, zurück in seinen Kanister. Dazu knicke ich den Schlauch ab, so dass nichts raus kann. Halte ihn in den Kanister und lass die Schwerkraft helfen. Schöne gespenstische Geräusche macht der Lomo-Tank immer. Und wenn hier alles abgelaufen ist, also nur noch einzelne Tropfen kommen, dann kann ich wässern. Gut getimt. Und das Wässern mache ich genau wie vorher. Nur, dass ich das Wasser offen direkt in die Spule laufen lasse. Tut mir ein bisschen mehr Druck. Darf auch warm sein. Je wärmer man wässert, desto schneller
für die Chemie ausgeschwemmt. Aber man sollte auch nicht zu heiß wässern, also über 40 Grad sollte das Wässerungswasser nicht haben. Das kann ich hier drin schön bewegen und viel schneller als eben das kontaminierte Wasser ausschütten und das Ganze nochmal machen. Wie eben wieder 2-2,5 Minuten wässern. Je mehr man den Farbentwickler ausspült, desto besser für den Bleichfixierer und umso länger hält unsere Chemie. Als letztes prozesskritisches Bad füllen wir nun. Unser Film ist hier trocken in der Spirale. Man erahnt da schon ganz leise ein Bild. Den Bleichfixierer ein. Diesmal brauche ich keine Mensur. Da ich im Hellen arbeiten kann, sehe ich, wann genug drin ist. Am besten gießt man mit Kanistern übrigens so seitwärts und lässt Luft nachströmen. Dann gießen sie ganz sauber und plitschern nicht überall hin. Der Bleichfixierer ist nämlich tiefrot und macht wunderschöne Flecken auf Kleidung und andere Dinge. So, das war ein bisschen großzügig, macht aber nichts. Hier brauche ich gar nicht mehr so viel Bewegung. Auch hier habe ich 7 Minuten zu baden, je nachdem wie ausgelastet die Chemie ist. Es sieht immer so aus, als sei das Ganze schon viel schneller fertig, aber man sollte die Mindestzeiten einhalten für die Haltbarkeit des Filmes. Diese Zeiten sind auch alle unkritisch, genau wie der Farbentwickler. Die können problemlos um 30-50% überschritten werden. Auch die Temperatur braucht man nur noch auf 3 oder 5 Grad genau einzuhalten. Alles ganz entspannt. Auch das eine Betätigung, bei der man lesen kann oder Musik hören. Ich kürze die 7 Minuten hier jetzt mal ein bisschen ab. Nachdem unsere Bleichfixierzeit um ist, füllen wir auch den Bleichfixierer zurück in seinen Kanister. Ist mehrmals verwendbar. Ups. Lassen die 2 Liter schön zurück in den Kanister strömen. Und haben den Film jetzt fast fertig. Wichtig ist jetzt, dass der Film gewässert wird. Und zwar gründlich. Das macht die Archivfestigkeit nachher, denn der Fixierer löst die Silberhalogenide nur an. Die müssen jetzt noch durch Diffusion aus der Filmschicht geschwemmt werden. Und das tut man einfach, indem man auch wieder am besten warm, ich mache das immer auf 36 Grad etwa, den Film fließend wässert. Praktisch am Nomotank ist, dass der Abfluss unten ist, denn die Silbersalze sinken im Wasser nach unten und müssen deshalb von unten abgeführt werden. Trotzdem, weil da so viel Bleichfixierer am Film hängt, mache ich zu Beginn ab und zu so. Man sieht, die Brühe ist noch ganz schön gülden. Das mache ich 2-3 Mal, um die große Menge an Bleichfixierer rauszukriegen. Und dann lässt man das Ganze einfach mindestens 5 Minuten fließend wässern. Kann ab und zu bewegen. Wichtig ist aber ein beständiger Wasseraustausch. Nach abgeschlossener Wässerung sieht der E6-Prozess noch ein Stabibad vor. Leider ist das Stabibad formaldehydhaltig und deshalb nicht besonders gesundheitsförderlich. Man sollte damit entsprechend vorsichtig umgehen. Viele lassen das Stabibad auch einfach weg. Dann ist allerdings nicht ganz klar, wie farbstabil die Filme langfristig sind. Wenn man kein Stabibad verwendet, was ich auch oft nicht tue, dann sollte man aber ein Netzmittel wie Mirasol Antistatik von Tetinal dem letzten Waschwasser zugeben. Ich nehme jetzt exemplarisch heute mal Stabibad. Das Netzmittel verhindert Trockenflecken, wirkt fungizid und beschleunigt vor allen Dingen die Trocknung, was nicht nur praktisch ist, sondern auch die Staubmenge auf unserem Film reduziert. Stabibad und auch Netzmittelbad zeichnen sich dadurch an, dass sie extrem schäumen. Das heißt, man sollte hier nicht zu viel Agitation machen, ansonsten hat man Schaumparty. Und im Stabibad bzw. im Netzmittelbad lässt man den Film am Ende noch eine Minute oder ein bisschen länger stehen. Umso besser wirkt das Ganze. Um 30 Meter 16 mm breiten Film trocknen zu können, ist eine ganze Menge Platz nötig. Ich habe mir dazu eine einfache Trockenspindel gebaut. Bauanleitungen gibt es auf filmcom.org, die man praktischerweise auch zusammenfalten kann. Die passt also unter die Arbeitsplatte, hinter den Schrank oder sonst wo. Verwendet Heizungsisolation, um ein bisschen zu federn und den Film zu schonen. Und ist ansonsten eine sehr einfache Konstruktion, auf der man insgesamt 60 Meter 16 mm Film aufwickeln kann. Dann allerdings muss man
sehr enge Lagen machen und das erfordert ein bisschen mehr Zeit. Um den Film ohne Probleme von der nassen Lomo-Spirale runterzubekommen, habe ich mir wieder eine Wickelhilfe gebaut. Diesmal kein Plattenspieler, sondern ganz einfach ein altes Kugellager, in dem ich einen Schrumpfschlauch eingefasst habe mit Epoxidharz, in den genau die Spindel des Lomo-Tanks passt. So kann ich das Ganze in die Hand nehmen und der dreht sich ohne jegliche Verkantung ganz leicht, was sehr dabei hilft, den Film auf den Trockner zu kriegen. Um das Aufspulen des Filmes zu dokumentieren, ist meine Dunkelkammer ein bisschen klein. Ich hoffe, man kann da trotzdem genug sehen. Hier sieht man die Spindel und wie wunderbar die den Lomo-Tank fest. Wir fangen am besten mit der oberen Spirale an, mit der, auf der die zweite Hälfte unserer 30 Meter Rolle sind. Holen uns ein Stück Film hier raus. Leg das mal beiseite. Glücklicherweise hat man bei Doppel Super 68 Meter ja viel Vorspann. Und nehmen einfach ein Stück Tesakrepp und befestigen damit den nassen Film hier auf der Rolle. Das reicht schon. Und jetzt halten wir den Film in der einen Hand und die Rolle in der anderen Hand und können das Ganze, müssen es so halten, ich will nicht im Bild stehen, dass der Film ohne an der Spirale zu haken abwickeln kann und drehen an der Spindel, bis wir die gesamten ersten 15 Meter, überlagern sollte sich das Ganze nicht, auf der Trockenspirale haben. Natürlich kann man auch eine Wäscheleine verwenden, aber da ist die Staubgefahr größer, die Klebegefahr größer, die Kratzergefahr größer. So lässt sich der Film ganz einfach, wie man sieht, direkt von der Lomo-Spirale auf unser Trockengerüst bringen. Jetzt habe ich gerade die zweiten 15 Meter von der unteren Spirale angekoppelt mit einfach einer Tackerklammer und ein bisschen Klebeband. Wenn man die Tackerklammer durch die Perforation macht, dann schafft man das ohne Bildverlust, weil man die 30 Meter in einem kleinen Lomo-Tank ja leider teilen muss. Und wickel jetzt auch noch die zweiten 15 Meter auf die Trockenspirale. Übrigens ist zu beachten, dass der nasse Film nicht wirklich zu beurteilen ist. Ich sehe mit ein bisschen Erfahrung, dass der gut belichtet ist. Macht die H8 ganz prima. Aber die Farben und die Schatten und die Lichter und die Dinge, Schärfe kann man natürlich sowieso erst in der Projektion beurteilen. Die kann man erst dann sehen, wenn der Film getrocknet ist. Was ich auch noch nicht erwähnt habe, ist, was ganz wichtig ist, selbstverständlich wickeln wir den Film mit der Emulsion nach außen auf, denn die ist das Klebrige und die muss trocknen. Man sollte das Ganze übrigens auch ein bisschen locker machen, so dass der Film noch ein bisschen schwinden kann, denn er wird ein Tick kürzer, wenn er wieder trocknet. Und wenn er zu viel Spannung auf der Trockenspirale hat, ist das auch nicht gut. Also Emulsion nach außen, möglichst staubfreier Raum und keine Filmlagen übereinander legen. So, nachdem unser Film jetzt über Nacht getrocknet ist, nehmen wir die Tageslichtspule und den Umroller und wickeln den Film einfach erstmal wieder zurück auf seine Spule. Setzen das Ganze auf unseren Umroller und machen uns fröhlich ans Aufkurbeln der ganzen 30 Meter. Ja, ein Tropfen Öl hilft Wunder. So, das Ganze ist dazu nötig, weil wir den Film ja gleich spalten wollen. Denn so kann mit Doppel Super 8 keiner was anfangen. Und das machen wir jetzt. Zum Trennen der 30 Meter Spule benötigen wir einmal dieselbe. Dann einen Filmtrenner, das ist der kleine von Lomo. Entweder zwei 30 Meter Spulen, ein bisschen praktischer, oder vier 15 Meter Spulen. Am besten nummeriert, damit man nicht durcheinander kommt. Einen 16 mm Umroller und einen Adapter, um
8 mm Spulen auf den 16 mm Umroller stecken zu können. Dann baut man das Ganze auf. Die Spule mit dem ungetrennten Film kommt auf die Abwickelseite des Rumrollers. Dann nimmt man den Filmanfang und führt ihn in Pfeilrichtung in die Lomodose ein. Ein bisschen friemelig, aber hier, da ich hier den Vorspann habe, kann ich das ganz problemlos mit den Fingern machen. So, zieht sich ein Teil des Films da durch, der ist jetzt schon mal getrennt. Und nun nimmt man die beiden Spulen, und zwar so, dass die Spule für die erste Filmhälfte hinten ist und die Spule für die zweite Filmhälfte zu mir zeigt. Das heißt, mit der fange ich mal an. Das ist die Spule, die ist hier beschriftet mit 3 und 4. Und nehme den Film, lege ihn in die Spule ein, mache eine Umdrehung, um ihn sicher zu haben, und stecke das Ganze auf die andere Seite des Umrollers. Und die zweite Seite, die von mir abgewandt ist, stecke ich auf die Spule für Film 1 und 2, also, oder vielmehr, Teil 1 und 2 für die erste Hälfte der Super 8 Rolle. Leg die dort ein. Na, sind ziemlich minderwertige Spulen hier. Ein bisschen Doppelklebeband hilft, aber so wird's auch. Und steckt das Ganze ebenfalls auf den Umroller. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig zum Splitten ist. Der ungesplittete Film, mein Filmspalter und die beiden Spulen, die die beiden getrennten Teile des Films aufnehmen. Jetzt halte ich den Filmspalter möglichst fest in der Linie zwischen den beiden Filmen, so dass es keine zusätzlichen Kratzer gibt, und kurble einfach die ersten 15 Meter auf meine beiden Aufnahmespulen. Nur deshalb 15 Meter, weil der Film ja in der Mitte noch provisorisch zusammengeklebt ist und ich möchte nicht mein Laborklebeband durch den Filmspalter ziehen, wenn ich so schön da Klebereste an den Messern zu haben. Der Lomospalter, wenn er gut gepflegt ist, macht wirklich hervorragende Schnittkanten und ganz präzise 8 mm Streifen. Da, hier ist meine Pflegstelle. Mit der zweiten Hälfte des Films gehe ich jetzt genauso vor. Muss ich ein bisschen vorsichtiger anfassen, um keine Fingerabdrücke zu machen. Kann ihn aber auch seitlich durch den Lomospalter schieben, ohne ihn kaputt zu machen. Den nur ein paar Zentimeter. Spalte mir wieder ein Stück, das war jetzt mal ein halber Meter, und kann dann jetzt schon ganz komfortabel beide Filmenden einfach zusammenkleben. Praktisch hierbei ist, dass ich ohne Bildverlust arbeiten kann. Auch wenn ich in der Dunkelkammer nach 15 Metern mit der Schere hier schräg angeschnitten habe, so ist meine andere Hälfte doch genau entsprechend. Und insofern brauche ich nicht das Messer des Filmspalters, um eine Klebestelle herstellen zu können, und verliere so kein einziges Einzelbild. Jetzt kann ich die weiteren nächsten 15 Meter trennen. Am Umroller ist ein bisschen stark eingestellt. Der Spalter hat ja auch noch eine Friktion. Und fertig. Jetzt nehme ich die beiden 30 Meter Spulen von meinem Umroller ab und habe zweimal 30 Meter Film. Die Spule mit Film 1 und 2, also mit der ersten Hälfte, ist direkt fertig zum Betrachten. Richtig rumgewickelt, Perforation auf der richtigen Seite. Die Spule mit der zweiten Hälfte des Films muss ich noch einmal zurückspulen. Die ist falsch rum. Die kann ich jetzt nicht in den Projektor stecken. Die muss ich noch auf eine andere 30 Meter Spule ziehen und kann sie dann an Spule 1 und 2 koppeln. Fertig sind 60 Meter Film in einem Abwasch entwickelt.